Die italienische Nationalmannschaft ist im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Squadra Azzurra trennte sich am ersten Spieltag der Nations League in der Division A von Polen 1:1, 0:1. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Piotr Zielinski traf für die Polen, 40. Georgin Joglich per Elfmeter mit dem ersten Schuss auf das polnische Tor aus. Polens Stürmerstar Robert Lewandowski vom deutschen Meister Bayern München führte seine Mannschaft in Bologna als Kapitän aufs Feld, blieb aber ohne Treffer. Nur ein Sieg aus den letzten 8 Länderspielen. Mancini setzte im Angriff erneut auf den lange Zeit geschassten Mario Balotelli, zudem gab Linksverteidiger Cristiano Biraghi vom AC Florenz sein Debüt. Italien hatte die WM-Teilnahme in Russland verpasst. Aus den letzten 8 Länderspielen gab es insgesamt nur einen Sieg. Mehr zu Italien und zur Nations League.